Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir wieder. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Herzlich willkommen zu Megional. Heute ist Dienstag, der 15. März und es ist schön, dass Sie wieder mit dabei sind und eingeschaltet haben. Hallo, guten Abend und Glück auf! Den Kammbewohnern stinkt es und das im wahrsten Sinne des Wortes, speziell bei Südostluft, die aus Richtung Böhmen weht. Die Ursachen für den typischen Katzendreckgestank werden seitens der großen Politik noch immer im Nebel gelassen. Dabei liegt es doch klar auf der Hand und man muss kein geografisches Genie sein, um die Windrichtung in einer Landkarte einzutragen und dann zu sehen, welche Industrie in dieser Richtung zu finden ist. Sie wissen, wo ich meine. Jetzt soll genau in diesem Industriegebiet nahe Litvinov noch zusätzlich eine Müllverbrennungsanlage entstehen. Oder doch nicht? Der Bürgermeister von Olbernhau, Heinz-Peter Hausstein, hat im Interview mit Günter Langer über Neuigkeiten gesprochen. Herr Hausstein, wir haben uns unlängst über die Müllverbrennungsanlage in Litvinov unterhalten. Gibt es da was Positives zu berichten? Ja, die Tschechen haben ja vor, in Litvinov, mitten in diesem Industriegebiet, noch weitere Undinge zu schaffen, also eine Müllverbrennungsanlage. Wir haben auch schon genug böhmischen Keim hier liegen. Und jetzt sieht es so aus, dass wir von Seiten des tschechischen Umweltausschusses die Nachricht erhalten haben, dass diese Müllverbrennungsanlage nicht gebaut würde. Ich habe es noch nicht schriftlich, habe aber von Herrn Bina, dem Magister der Euroregion, schon so eine Notiz erhalten und will hoffen, dass das alles stimmt, dass wir das Gespenst der Müllverbrennungsanlage hier in unserem Tourismusraum vom Tisch haben. Es ist ja so, die Tschechische Republik ist ein souveräner Staat. Und darauf berufen die sich und sagen, das sind wir machen, was wir wollen. Sie müssen sich aber ans europäische Recht halten. Und dort war auch der Ansatz jetzt mit dieser Müllverbrennungsanlage. Und deshalb hat wahrscheinlich die EU jetzt zurückgerudert und gibt keine Fördermittel mehr. Sodass wir Glück haben können, dass diese MVA nicht wird, diese Müllverbrennungsanlage nicht kommt. Aber nochmal, ein Bundesminister oder ein sächsischer Umweltminister kann recht wenig tun. Das ist ein anderes Land. Und da gibt es ja südlich in Tschechien noch ganz andere Probleme mit den Atommeiler in Temelín. Die bauen dort zwei weitere Reaktoren hin und Temelín sind nur 40 Kilometer von Passau. Man muss aber an die Leute denken. Und deshalb ist auch die Möglichkeit unserer Minister, da was zu tun, sehr, sehr gering. Sie sehen das also doch als positiv bewertet jetzt? Im Moment ist es so, die Minister waren hier, haben sich ein Bild gemacht. Das ist immer positiv, wenn die vor Ort sind, weil die nehmen Eindrücke mit. Und wir haben jetzt die Hoffnung und auch schon immerhin eine schriftliche Bestätigung von einem Magister der Euroregion, dass das mit der MVA nichts wird. Nun sind Sie ein Mann, der nicht hinter den Berg hält. Sie haben sich in der Zeitung geäußert zur Asylantenproblematik, haben Sie gesagt, erstmal, also die Häuser werden weggerissen, unser Ort ist eigentlich gut mit Heimen bestückt und wir haben auch die Zahl erfüllt. Nun gab es Kritik in den Medien. Das ist mir neu. Ich bin Kritik, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe da nichts gelesen. Ich habe viel Zuspruch erhalten in der Stadt Olbernhau. Man muss auch mal eins sehen. Wir sind ja hier in Sachsen, ein Freistaat. Und da gibt es Städte, das sind 10.000 Leute, die haben null. Die haben überhaupt niemanden, obwohl sie Wohnungen gemeldet haben. Und wir haben schon 350. Und du musst immer sehen, als Stadtoberhaupt, dass du den Frieden hältst, dass es nicht zu viel wird. Jetzt müssen wir erstmal die hier sind, integrieren. So nach und nach. Wenn es dann zu viel wird, kippt es um. Und deshalb habe ich gesagt, mit dem Block jetzt weitere 120 aufnehmen, mache ich nicht mit. Und der Stadtrat ist mir auch so gefolgt und wir schauen, was da wird. Aber Kritik in dem Bereich ist mir nicht bekannt. Also Sie haben den sozialen Frieden hier in Olbernhau doch gerettet? Oder wollten Sie ihn retten? Was heißt gerettet? Wir haben immer noch den sozialen Frieden in Olbernhau, was man ja so weiß, als die Medien nicht überall im Lande so ist. Man liest das ja oder hört das ja täglich, wo irgendwo was los ist mit Brandanschlag oder hier was und da was. Das haben wir glücklicherweise noch nicht. Aber eben weil wir offen mit unserer Bevölkerung, mit den Leuten reden und auch mal sagen, bis hierher und nicht weiter. Gibt es noch etwas Neues zum medizinischen Versorgungszentrum zu berichten? Ja, wir haben jetzt dieses Postamt bezahlt, sind bald Eigentümer. Wir sind jetzt dran, die Ausschreibung vorzubereiten, die Planungen. Es wird ein bisschen dauern, aber wir sind auf dem richtigen Weg.
Kleine Puppen, meine sehr geehrten Damen und Herren, machen großes Theater, so der Titel unserer folgenden Nachricht. Dabei ist aber nicht zu unterschlagen, dass auch große Puppen maßgeblich daran beteiligt waren. Die berühmten Gelenauer Puppentheatertage 2016 sind nun schon wieder Geschichte und wir haben uns bei den Aufführungen mal umgesehen und die Stimmung für Sie eingefangen. Viel Spaß! Manche, manche Timpete, Butche, Butche in der See, meine Frau, die Elisabeth, will nicht so, wie ich das will. Sie will unbedingt Kaiserin werden. Kaiserin? Fahr doch auf. Zählst du schon? Kaiserin. Das war die Geschichte von Fischer und seiner Frau. Das war eins von zahlreichen Stücken, die zur 10. Auflage der Gelenauer Puppentheatertage auf die Bühne gebracht wurden. Aber zum großen Theaterabend waren noch ganz andere Typen auf der Bühne im Volkshaus zu erleben, wie Rüdiger Kochlowski. Da wird das hier. Was sind Sie denn für ein Hochsein? Mit 15er Schraube. Und wird das hinten jetzt mit der Arschschlitzer befestigt? Weil das hat hier den großen Vorteil, wenn wir das in den Backofen schieben, bitte, dann glüht die Schraube. Und wir haben sozusagen von innen her den Schwan sozusagen auch schon ein bisschen gekocht. Das ist Wagner Schwan. Und wie sich 50% von Depsch und Läpsch anfühlen, sehen Sie selbst. Läpsch hatte ein Problem. Ich bin hierher gekommen und da hat mir einer einen Zettel gesteckt, dass mein Kollege hier, der Depsch, weiß ich, kennt den einer? Ja. Ja, drei kennen, da fällt es nicht so auf. Aber Läpsch hatte für Ersatz gesorgt und pflegte die deutsch-sowjetische Freundschaft. Soweit in Kürze, was zum großen Theaterabend im Volkshaus Gelenau so abging. Der runde Geburtstag wurde natürlich mit den Besuchern bzw. Gästen gefeiert. Im Volkshaus gab es Traumschiff-Atmosphäre. Haben uns mit Gästen unterhalten und erfuhren, was die Besonderheit dieser Puppentheatertage in Gelenau so ist. Hier der Ex-Bürgermeister Reinhard Penzis. Also ich denke, das ist mittlerweile ist es Kult geworden. Wir haben ja ganz klein angefangen damals im Gasthof zur Katze. Und was daraus geworden ist, sieht man ja. Es wird ja jedes Jahr mehr und man sieht ja auch den Zuspruch. Nicht nur Gelenauer kommen hier zu den Puppentheatertagen, sondern auch viele von außerhalb. Und das hat sich damals rumgesprochen und ist für unseren Ort immer wieder willkommen, macht Gelenau populär, bekannt. Ich denke, was Besseres kann uns nicht passieren. Und Sie haben immer einen Stammplatz hier? Ich habe immer einen Stammplatz. Der Rudi ist von Anfang an der Rudi, obwohl ich nicht Rudi heiße, aber ohne Rudi geht's nicht. Rudi, alter Junge, das ist schön. Mein Gott, ist schlanker geworden. Hören Sie aus dem Zyklus, französische Walzer. Herr Budino, mit mir jetzt was von mir. Das klingt schön. Das ist eine Misette. Und alle haben sich mal unter und schubchen jetzt mit uns. Ja, schöner Abschluss. Alle. Good night.
Etwas mehr von den Gelenauer Puppentheatertagen sehen Sie schon am kommenden Wochenende in Megional am Wochenende und ausführlich ab dem 25. März, also über Ostern, hier bei uns im Wochenrückblick. Ja, und jetzt folgt noch unser Blick in den Polizeireport. Großrückerswalde, Kollision auf Kreuzung. Die Straße Teichfuhrwerk aus Richtung Flugplatz befuhr am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr der 38-jährige Fahrer eines PKW VW. Als er die bevorrechtigte Wüstenschlette kreuzte, kollidierte der VW mit einem auf der S221 aus Richtung Marienberg kommenden PKW Audi. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro. Zschopau, Zusammenstoß an Ausfahrt. Von einer Grundstücksausfahrt auf die alte Marienberger Straße fuhr am Montag gegen 11 Uhr die 51-jährige Fahrerin eines PKW VW. Dabei kollidierte der VW mit einem in Richtung Huhndorf fahrenden PKW Peugeot. Es wurde hier niemand verletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Liebe Zuschauer, die Geschwindigkeit wird natürlich auch morgen wieder kontrolliert. Und geblitzt wird am Mittwoch in Leubsdorf, Hauptstraße, in Schellenberg, Augustusburger Straße. Und außerdem lauern auch die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes wieder an den üblichen und bekannten Stellen, also da, wo der dunkelgraue Caddy gesichtet wird. Und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind auf der B174 und B101 wieder unterwegs. Deshalb, liebe Zuschauer, Augen auf und Fuß vom Gas. Und einen Hinweis zu einer Sperrung im Ortsteil Zöblitz haben wir noch. Ab Mittwoch, den 16. März, also morgen bis voraussichtlich Ende April, erfolgt eine Sperrung in der Ortslage Zöblitz. Die Schlossbergstraße wird ab dem Abzweig am Burgberg-Tempelweg als Einbahnstraße ausgeschildert. Der Grund hierfür ist die Verlegung von Mittel- und Niederspannungskabeln. Tja, und was fehlt jetzt noch zum Glück? Das Wetter. Heute früh staunten die meisten nicht schlecht. Schneetreiben bis in die tieferen Regionen unseres Sendegebietes und verkehrstechnisch etwas anspruchsvoll zu fahren. Aber hatten wir ja gestern gesagt, liebe Zuschauer. Heute Abend und in der Nacht ist der Himmel wolkig mit kleineren Wolkenlücken. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen. Die Wahrscheinlichkeit dazu beträgt nur 30%. Die Temperaturen fallen wieder mal unter die Null. Olbernhau minus 2 bis minus 1 Grad, Marienberg minus 3 bis minus 1 und in Zschopau werden minus 1 bis 0 Grad gemessen. In den Kammlagen wird es bis zu minus 7 Grad abkühlen. Der Wind weht schwach aus Nordosten mit um die 6 Stundenkilometer. Am Mittwoch startet der Tag heiter bis wolkig. Die Sonne wirft im Tagesverlauf bis zu 4 Sonnenstunden in die meteorologische Waagschale. Niederschlag wird nicht erwartet. Die Temperaturen mit einer Nuance von Frühling. Olbernhau ist Spitzenreiter mit 2 bis 6 Grad, Marienberg 0 bis 3 und in Zschopau werden 2 bis 5 Grad erreicht. Der Wind weht schwach mit 15 und in Spitzen mit bis zu 37 Stundenkilometer aus Osten. Es kann wieder zu Geruchsbelästigung durch die böhmische Luft in den Kammregionen kommen, liebe Zuschauer. Der weitere Ausblick. Der Donnerstag wird der schönste und wärmste Tag der Woche. 9 Sonnenstunden bei einem leicht bewölkten Himmel stehen auf dem Plan. Zwischen minus 1 und 9 Grad stehen auf dem Thermometer und der Windmesser, der steht auf Norden. Ja, und dann steht auch schon der Freitag an. Der Freitag, das Vorzimmer vom Wochenende, wird nicht mehr ganz so mild wie der Donnerstag. 0 bis 7 Grad ist der Maximalwert im Sendegebiet. Der Himmel ist leicht bewölkt bis wolkig, mit Niederschlag ist nicht zu rechnen und der Wind weht aus nordwestlichen Richtungen. Tja, und den ersten vorsichtigen Blick auf das Wochenende, den gibt es dann morgen hier bei uns. Liebe Zuschauer, das war Megional am Dienstag. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir wieder pünktlich morgen am Mittwoch für Sie hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Ich auf jeden Fall, ich würde mich freuen, Sie dann wieder begrüßen zu können. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss,
Bis morgen.